Hallo, oh, Kermit der Frosch. Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Sorry, das ist mir ja noch nie passiert. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, ich habe mir so überlegt, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zeit und wollte einfach mal so eine Karte schmeißen und mal schauen, was ich dir vielleicht sagen darf. Aber durch mein Geräusper hier am Anfang gibt es vielleicht etwas, was ich dir gar nicht sagen darf. Ich weiß es nicht. Lass uns einfach mal reinschauen. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Oh, mein Gott, wir haben hier den Turm. Siehst du, ich darf es dir nicht sagen, ne? Wir haben hier den Turm und wir haben die 9 der Stäbe. Und unterm Kartendeck das Ass der Schwerter. Hier geht es um Wahrheit. Um die Wahrheit. Ich sag's dir, nehme ich gleich das falsche Kartendeck. Ich wollte heute mal die Kipperkarten von Giro Marchetti nehmen, benutzen, wie auch immer. Okay. Auch hier wieder ein langer Weg und Mühe und Arbeit. Mein Engel, ich gucke auch hier unter. Oh, die Ehestandskarte. Okay. Ich gehe jetzt mal ein bisschen rein und versuche das erstmal intuitiv zu deuten. Okay. Ich nehme hier so wahr, ich habe eine schockierende Nachricht. Beziehungsweise, was heißt schockierende Nachricht? Mit dem Turm sehe ich die Karte immer so, dass etwas runtergerissen ist, was man sich ja doch aufgebaut hat. Aber krieg mir nicht die Krise. Es ist so blöd, wie es klingt. Es ist irgendwie ja doch ein Schockmoment, ne? Vielleicht hast du dich oder wirst du dich selbst so ein bisschen schockieren, positiv vielleicht schockieren, aber ich habe hier so ein Entsetzen. Ein Entsetzen darüber, dass hier jemand dicht macht. Ja? Und ihr habt ja gestern sicherlich die Valentinstagslegung 2.0 im Auto gesehen mit Josef. Vielen lieben Dank nochmal für die lieben Kommentare und Likes. Aber da geht es auch darum, dass sich hier jemand ja eher ein bisschen vielleicht zurückzieht. Vielleicht bist das gerade du. Dass du hier jemanden schockieren könntest, weil du dich hier mehr zurückziehst und gerade keine Lust hast, hier jemanden an dich rankommen zu lassen. Das ist aber eine Energie für dich, wo du merkst, es wird eine Zeit lang erstmal dauern. Und ich brauche erstmal hier Mühe und Arbeit, um mich von diesen Menschen wirklich vielleicht erstmal zu entfernen, um letztendlich mit der Ehestandskarte vielleicht wirklich überhaupt mal noch eine Verbindung in mein Leben eingehen zu können. So könnte das auch so roundabout sein. Das Ass der Schwerter ist hier immer auch so ein bisschen mit einer Krönung. Hier kommt eine Königskrönung, ne? Mit der Wahrheit eben verbunden. Dass du dich hier irgendwie, du lässt hier jemanden nicht an dich ran. Demnächst vielleicht auch, ne? Und reißt hier irgendwie auch den Turm runter. Das, was du dir vielleicht auch deine eigenen Illusionen, die du dir gemacht hast, irgendetwas reißt du runter, irgendetwas führt auch zu einem Schockmoment. Aber es ist so wie der Gedanke von, ich weiß, es wird jetzt ein langer Weg, es wird mich Mühe und Arbeit kosten, um hier wirklich eine wahrhaftige Verbindung vielleicht eingehen zu können.
Jetzt lasst uns aber mal auf ihn schauen, ja? Beziehungsweise also auf deinen König, auf deine Königin. Oh, ich habe mir vorhin, habe ich mir was angeschaut, da habe ich Mario Barth gesehen. Den kennen ja sicherlich alle, ne? Wie hat er das auf sein Hoodie geschrieben? Ich gender nicht, ich habe einen Schulabschluss. Und ich dachte so an euch, ne? Ihr schreibt mir, manche schreiben mir unter das Video, ach Königin, kannst du nicht nur von ihm sprechen, ne? Und ich denke mir, und dann kriege ich aber wieder von Männern auch irgendwo Kommentare, boah, ich finde das so cool, dass du uns auch mit einbeziehst. Jetzt sehe ich das von Mario Barth, ne? Ich meine, ich habe sogar mehrere Abschlüsse tatsächlich. Nicht, weil ich mehrmals sitzen geblieben bin. Ich habe schon ein bisschen was getan in meinem Leben für ein paar Abschlüsse, sage ich mal so. Aber gut, schauen wir mal auf deinen König bzw. auf deine Königin. Hier merkt jemand, dass du auf Abwehrhaltung bist. Hier merkt jemand, dass du den Turm sprengen möchtest. Hier könnte jemand auch das Gefühl haben, dass du hier jemanden das Gefühl gibst, entweder du stehst zu mir oder du stehst nicht zu mir. Ne? Also die Ehestandskarte steht ja immer dafür, dass man zu jemanden stehen sollte oder möchte. So, die Karte, die runtergefallen ist, ist der Eremit. Was ist da gerade bei ihm bzw. bei ihr so los? Unterm Kartendeck habe ich die Königin der Schwerter. Das bist mit Sicherheit du, auch wenn du ein Mann bist und hier zuschaust. Die Königin der Schwerter, die schafft es mit der Kraft ihres Verstandes, zur Not auch mal zu sagen, Tschüssikowski, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. So. Jetzt schaue ich aber mal auf den Eremiten, bevor ich weiter eingehe. Also auch dein König, deine Königin zieht sich hier gerade so ein bisschen zurück und beleuchtet das Ganze zwischen euch. Ne? Und auch zwischen die, also mit dir, ja. Er hat gerade auch nicht so Lust hier irgendwie. Ja, jemand beschäftigt sich gerade auch mit dir. Ja, ein bisschen versucht man die in der Ruhe, in der Stille. Ja, als weitere Karten habe ich hier viel Geld gewinnen, guter Herr und ein kleines Kind. Kann das sein, dass du vielleicht Kinder hast? Kann das sein, dass du vielleicht irgendwie einen Neustart machst, wo was man auch vielleicht im Außen sehen könnte oder es vielleicht auch erahnen könnte? Kann das sein, dass du vielleicht irgendwie einen Typen, eine Kirsche ja trotzdem an deiner Seite hast? Jedenfalls beleuchtet man dieses mit viel Geld gewinnen, dass es tatsächlich sein kann, dass hier jemand irgendwie sehen könnte, dass du mit einem anderen Mann, weil ich habe hier den guten Herrn und einem Kind hier irgendwie viel Wertschätzung erhalten könntest. Einen anderen Mann oder eine andere Frau. Wenn keine Kinder im Spiel sind, sieht man hier, zumindest macht man sich Gedanken darüber, wie es auf einmal wäre, wenn du wirklich weg wärst, mit einem Mann, mit einer Frau, der dir wirklich die Anerkennung schickt, die du verdient hast. Denn dieserjenige, der sich Gedanken über dich macht, dem ist schon klar, dass du wirklich viel Wertschätzung verdient hast. An sich hast du hier alles verdient. Alles gewinnen. Alles gewinnen. Mit einem Mann, mit einer Frau, einen Neuanfang mit jemandem, mit dem du alles gewinnst. Unterm Kartendeck die Beschäftigung. Damit beschäftigt sich hier gerade jemand, wenn man hier im Verborgenen ist und so ein bisschen an dich denkt und nachgrübelt. Auch wenn du jetzt keinen neuen Typen hast oder keine neue Kirsche und gänzlich Single und hier ist irgendein Typ,
aus der Vergangenheit oder in deiner Umgebung. Vielleicht bist du ja immer noch mit irgendjemandem hier so ein bisschen verbandelt. Dann macht sich hier jemand beschäftigt, beschäftigt sich hier jemand damit, dass man sehr wohl weiß, dass du alles verdient hast. Dass du einen besseren Mann verdient hast, dass du eine bessere Frau verdient hast, dass du es verdient hast, dass du Ki Kinder bekommst. Es gibt ja auch Männer, auch Frauen, das ist jetzt jedem selbst überlassen, ob man das will oder nicht. Aber wenn ein Kinderwunsch besteht, könnte es auch jemanden geben, der sagt, nö, ich will keine Kinder. Und das kann natürlich auch zu, ich sag mal, zu Differenzen natürlich führen und auch zu weitreichenden Entscheidungen. Ja. So. Du blockst ab. Und ich habe auch in seinem, ihrem Energiefeld, dass du hier für jemanden jetzt die Königin der Schwerter darstellst. Du bist jetzt die Königin der Schwerter, die es schafft, Bauch und Herz in Einklang zu kriegen, zu bekommen und über die Kraft ihres Verstandes aus dieser Krise hindurchzugehen und wenn nötig mit diesem Schwert eine Verbindung wirklich zu trennen. Ja, und ich sehe, dass die Königin der Schwerter hier den Turm runterreißt zwischen etwas, was hier war. Und die Königin der Schwerter sagt: Ich lasse niemanden mehr so nah an dich ran, an mich ran. Oder beziehungsweise ich lasse dich nicht mehr so nah an mich ran. Ich habe hier viele Verletzungen von dir. Ich weiß, es wird ein langer Weg werden, dich zu vergessen. Es wird mich Mühe und Arbeit kosten, das wirklich loszulassen. Ne? Reiß mal wirklich einen Turm runter, jetzt mal ehrlich. Wenn da jetzt ein Haufen Klinker sind, so ein richtiger Klinkerbau und als Frau, aber die Königin der Schwerter weiß, ich muss es runterreißen. Für ein Leben, vielleicht wirklich mit einem Mann, der gut zu mir ist, mit einer Frau, die gut zu mir ist. Jemand, der bereit ist, mit mir Kinder zu haben oder offen zu sein für eine Familie oder jemand, der wirklich bereit ist für einen Neubeginn. Das Kind steht auch für einen Traum, für einen Wunsch. Und jemand, der bereit ist, mir wirklich die Wertschätzung zu geben, die ich zu geben habe, beziehungsweise die ich verdient habe. So, okay. Also merkt hier ja jemand, dass du hier etwas runterreißt. Wie will dieserjenige denn weitermachen? Dazu nehme ich noch mal die Tarotkarten. Wie will denn trotzdem dieserjenige weitermachen, der oder die merkt, dass du vielleicht hier am Gehen bist, weil du andere Vorstellungen hattest oder hast? Oh, ich habe hier Erinnerungen. Man denkt an dich, mein Hase. Jemand denkt immer wieder an dich. Vielleicht habe ich hier sogar eine Jugendliebe. Das kann auch sein, ne? Weil wir haben hier ja aber auch wieder die Kinder. Ja, ich krieg so das Thema Kinder rein. Ich nehme das jetzt auch mit als erstes. Und hier sind die drei der Stäbe. Also jemand weiß, dass du dich durchsetzen möchtest, wenn es um deinen Traum geht, wenn es darum geht, vielleicht Kinder zu bekommen. Gleichzeitig, anderes Szenario ist eben hier. Jemand möchte durchsetzen, dass man das, was man mit dir hatte, wiederbekommt. Das geht in Resonanz mit der gestrigen Legung im Auto. Also jemand versucht sich auch dagegen zu wehren. Irgendwie auch immer. Also wie kriege ich denn das rein?
Jemand möchte dafür kämpfen, aber auch eine gewisse Vergangenheit zu bereinigen bzw. zu beseitigen. Jemand, also hier könnte dein König, deine Königin sich dafür einsetzen wollen, für die Vergangenheit, die ihr hier mal hattet. Also ich nehme so wahr, ne? Es ist wieder so dieses Bauch sagt zu Kopf ja, Kopf sagt zu Bauch nein. Ihr strauchelt hier beide ein bisschen rum, aber die Königin der Schwerter, was du bist, wird es wirklich schaffen, eine Situation loszulassen. Jemand anderes hier strauchelt auch so ein bisschen rum, ob das Sinn ergibt, sich hier nochmal durchsetzen zu wollen, um das zu bekommen, was ihr miteinander mal hattet. Ich nehme noch mal die Kipper-Cartridge-Kurs. Ich habe hier die Krankheit und die beunruhigende Nachricht und unterm Kartendeck die Rechtsprechung. Du hast ihn auf jeden Fall eine Nachricht zukommen lassen, die ihm heute noch beunruhigt. Eine Krankheit. Weißt du was, ich habe so das Gefühl, dass jemand dir sagen will, du hast recht. Du hast recht damit, dass ich ein Problem habe. Und deswegen könnte es sein, dass hier jemand jetzt gegen seine eigene Vergangenheit erstmal ankämpfen möchte. Innere Kindthemen können das auch repräsentieren. Ich kriege hier so rein, irgendwie hat hier jemanden so einen Hieber gegeben von, dass das Verhalten nicht mehr normal ist. Und das beschäftigt jetzt jemanden hier. Das beunruhigt jemanden hier. Aber irgendwie weiß man auch, dass man dir recht geben kann damit, was du hier geschrieben hast, gesagt hast. Und dass man die ganze Zeit irgendwie immer in der Vergangenheit noch rumgehangen hat, und gar nicht wusste, wie man sich so wirklich durchsetzen sollte damit, was man so in sich noch trägt. Kennt ja das von Stefanie Stahl, ne? Das Schattenkind. Hier sind ja Kinder, die versuchen, sich gegen andere durchzusetzen. Ein Kind, was immer wieder versucht, sich durchzusetzen. Also hast du ihm oder ihr irgendwo aufgeschlüsselt, dass hier jemand ein Rebell ist, sich nur schwer anpassen kann, vielleicht auch. Dass du es leid bist, dass dich das verletzt oder verletzt hat jedes Mal. Dass hier jemand nur wie ein Junge oder ein Mädchen versucht hat, sich permanent gegen dich durchzusetzen. Aber damit ist für dich jetzt Schluss. Und die Königin der Schwerter, jetzt habe ich sie leider nicht mehr hier unter diesem Kartendeck. Ich hätte sie wegnehmen sollen, vielleicht. Aber die Königin der Schwerter erkennt das. Die Königin der Schwerter hat sich Gedanken gemacht, hat sich vielleicht belesen. Was hier jemand vielleicht für ein Problem haben könnte oder warum hier jemand immer wieder mit sich hadert. Und hier steht auch die Frage im Raum, warum kannst du dich nicht mal anpassen? Musst du immer der Rebell sein? Es geht nicht um einen Ja-Sager hier oder um eine Ja-Sagerin. Es geht generell um das Verhalten, was du hier nicht mehr dulden wirst. Und das schlägt hier jemand, das ist wirklich bei jemandem hier jetzt angekommen. Guck mal, es ist auch wie in den Liebesbrief vom Valentinstag. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut da einfach noch mal rein. Ich verbinde es dir, ja, ich verlinke es dir, ja, auch in Verbindung. Ich verlinke es dir hier unter das Video. Da habe ich ja einen Liebesbrief geschrieben. Und da ging es auch darum, dass jemand dir sagen möchte, so auf die Art, ich habe verstanden, dass
du, dein Verhalten nicht aus den Tagen ist deiner dunklen Seiten sozusagen. Also sprich, ich habe verstanden, dass du geheilt bist, dass du kein ander Klatscher hast, sondern dass man hier selber das Problem irgendwo ist und mal bei sich schauen sollte. Ich nehme hier so wahr, bei dieser Legung weiß man, dass du mit Sicherheit viel Besseres verdient hast als ihn bzw. sie. Aber jetzt wollen wir ihn hier auch nicht dumm machen bzw. sie, ne? Es ist einfach wirklich so, dass du hier jemanden auf den richtigen Weg bringst, um sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, warum man sich immer wieder versucht, wie ein kleines Kind, wie ein Rebell durchzusetzen. So, und warum man immer wieder Menschen in seinem Umfeld damit verletzen könnte. Jedenfalls weiß man, du hast recht. So, mein Engel, wie geht es dann mit dir weiter, mein Schatz? Was passiert denn hier überhaupt? Wie soll es denn hier jetzt weitergehen? Jetzt durfte ich das ja mal anbringen. Kleinen Augenblick, bitte. Oh. Oh mein Gott. Du, pass auf, hier ist wirklich jemand, der macht sich echt Gedanken, der fühlt sich hier wie gefangen. Kommt hier irgendwie nicht raus aus den Gedanken an dich. Ich habe als allererste Karte fiel eine Chance. Eine Chance, die man gerne noch einmal hätte. Aber dann habe ich hier die Krisenkarte, die Eiseskälte. Und es passt zu dem Liebesbrief. Jetzt zeigst du deine Starrköpfigkeit, weil er oder sie dir das gegeben hat. Ich lasse dich nicht mehr an mich ran. Seine trüben Gedanken, ihre trüben Gedanken, gehen an einen anderen Mann, an eine andere Frau, der oder die das Recht bekommt, dich glücklicher zu machen oder dich jetzt glücklich zu machen. Trübe Gedanken. Hier ist irgendwie ein anderer Mann, eine andere Frau. Auch wenn du jetzt momentan niemand anderes haben könntest. Einige haben das, ne? Einige banden hier neu an. Dann ist hier wirklich jemand, der oder die merkt, ich habe es verbockt. Also da ist hier jetzt gerade jemand so richtig, jemand bereut sein Fehlverhalten mega in deine Richtung. Und man merkt, man kommt da einfach nicht mehr raus. Man kommt aus der Sache nicht mehr raus. Du schiebst hier auch einen Riegel davor. Du lässt hier jemanden nicht mehr an dich ran und hast die Stärke, dich jetzt zu trennen und zu lösen. Und das war, hatte ich auch mal in einer Legung erwähnt, Männer merken das leider ein bisschen manchmal zu spät. Aber am meisten, wenn es vorbei ist, was sie verloren haben. Für eine krasse Legung, mein Engel. Aber wie geht's dir jetzt dann so dabei? Wie geht's jetzt dir? Wie wird's dir jetzt hier dabei weitergehen? Oh. Dir wird's richtig gut gehen. Ich meine, ich habe jetzt wirklich ein Mitgefühl für diesen anderen Typen, für diese andere Kirsche. Aber Mitgefühl ist nicht immer gut, ne? Es gibt auch eine falsche Empathie. Und ich bin mir sicher, dass du das gerade jetzt wirklich richtig machst, was du da tust. Weil auf dich wartet hier die Sonne.
der Erfolg und du hast einen Grund oder du wirst einen Grund zum Feiern haben. Ich habe eine Bestätigung für dich, dass du eine tolle Frau bist, beziehungsweise ein toller Mann, dass du warmherzig bist. Ich habe einen Neubeginn für dich, der dir Freude bereitet. Auch wenn du für dich weißt, ich weiß, es wird ein langer Weg. Ich muss mich hiermit viel beschäftigen und daran arbeiten, dass erstmal hier so zu gestalten, dass ich sage, Abstand. Das hier geht jemanden, das geht nicht so einfach für jemanden hier. Aber man hat so das Gefühl, und damit hast du recht, es bringt dich auf deinen sonnigen Weg. Dazu mal noch ein paar von den Kipperkarten. Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten. Ferne Horizonte. Und die Gemeinschaft. Du hast hier auf den Karten Sonne und drei der Kelche. Eine Bestätigung von einem Mann bzw. von einer Frau. Hier sagt jemand Ja zu dir. Und das ist auch jemand, der sich auch mit dir beschäftigen wird, um ferne Horizonte, die Sehnsüchte, die du hast, nach dem, was du dich sehnst, nach Träumen, nach Wünschen, nach Vorstellungen, das will man dir erfüllen. Unterm Kartendeck die Gemeinschaft. Und sicherlich auch du mit der guten Dame. Hier ist ein Wunscherfüller dran. Und ich muss dir sagen, ein bestimmter Typ, eine bestimmte Kirsche könnte vielleicht wirklich hellsichtig sein. Oder sieht das schon, dass man dich vielleicht jetzt hier wirklich verloren hat und du am Gehen bist. Und dann kommt eine Einsicht von, du hast was Besseres verdient. Das stimmt. Aber hier ist so, du wirst auch das Bessere erhalten. Du wirst es wirklich kriegen hier. Und du wirst es durchziehen. Aber die Reue kommt zu spät. Aber ich kann dir sagen, hier bereut jemand etwas und hat jetzt wirklich das Gefühl, man hat dich an einen anderen, man wird dich an eine andere jetzt wirklich verlieren. Ne? Gibt es ja das Lied hier von, ach, wie heißt der Name immer? Aliva, Ayla, schreibt es mir unters Video, ne? Hab was Besseres verdient, deine Liebe war wie Krieg. Ob du hier bleibst oder nicht, ob du mich morgen noch liebst, hab was Besseres verdient, dich viel zu sehr geliebt. Frag mich nicht mehr, wo du bist und auch nicht, wohin du gehst. Oh mein Gott, das Lied ist, verlinke ich euch auch hier unters Video. Einmal den Liebesbrief und einmal das von hab was Besseres verdient. Und ich habe hier jemanden, der dir sagen wird, du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Das kann hier wahrscheinlich auch noch dieser Typ, diese Kirsche sein, der oder die hier noch etwas bereut. Und ich habe auch hier das Gefühl, auch wenn hier jemand räumlich von dir getrennt ist gerade, dann merkt man, dass diese Liebe, Raum und Zeit, das gibt es hier nicht. Die überwindet das so rum. Und man weiß, du warst hier der Seelenpartner, die Seelenpartnerin in seinem, ihrem Leben. Und man ist im Geiste bei dir. Jemand, heimlicher Verehrer.
Das ist hier verehrt dich jemand so much und hat es irgendwie verbockt und liebt dich viel mehr, als du dir das hättest jemals vorstellen können. Und hier ist es egal, wie viel Zeit vergeht, man denkt hier einfach immer wieder an dich, aber man sagt es dir nicht. Lass mich da drauf noch mal legen. Na, da singt die bin ab heute für dich nicht mehr erreichbar. Doch irgendwas ist immer noch da. Dein Kuss, dein Shirt, das ich trag, hält mich wach in der Nacht und du hältst mich auch wach. Und dann singt sie so, du fehlst mir mehr, als es mir lieb wär. Falle viel zu tief, yeah, mein Leben attraktiv. Ich bin jetzt mal weitergegangen. Der heimliche Verehrer, die heimliche Verehrerin. Angenehmer Brief, aber von einer Person, die falsch ist. Für jemand anderes wird diese Person richtig sein, aber für dich ist sie falsch. Und da wirst du dahinter kommen oder du bist es schon. Ich habe das Liebesglück zu hohen Ehren kommen. Man will das mit dir. Hier will jemand dieses Liebesglück mit dir und dich ehren. Das ist eine richtig schöne Kombi hier. Aber sie liegt neben der falschen Person. Also könnte dir doch eigentlich, ein Streicher eigentlich klar sein, für dich wäre das so gewesen, das Liebesglück zu hohen Ehren kommen mit jemandem. Aber jemand stiehlte sich aus dieser Veränderung. Hier gab es die Veränderung nicht. Und deswegen blieb das Vertrauen auch gefühlt wie ein Gefängnis. Man konnte nicht mehr vertrauen, weil man dir diese Veränderung auf mehr hier nicht gibt. Und jemand wird sich hier wieder bei dir melden wollen. Aber es ist nicht die Person, die dich zukünftig wirklich glücklich macht. Das, was du hier empfunden hast, hat er oder sie auch empfunden. Aber man hat es verbockt, weil man dir das Gefühl gegeben hat, du kannst mir nicht vertrauen. Ja, das Haus, das steht für eine Basis für Vertrauen. Vertrauen als Gefängnis. Ich bin gefangen, was das Thema Vertrauen betrifft. Und deswegen baust du dir hier deinen eigenen Käfig um dich drum herum und sagst dir, ich werde dir nie wieder vertrauen können. Wow. Das Wohnzimmer zeigt, dass das wirklich die inneren Abläufe sind, die dich und ihn und sie hier wirklich, ihn oder sie betreffen. Was für eine Legung, ey. Meine Lieben, ich möchte euch jetzt mal um was bitten. Wenn ihr mit diesen Legungen in Resonanz geht, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenfrei als Energieausgleich abonnieren würdest. Ich sage das immer so schön, komm mit in unsere Community und werde sofort auch König bzw. Königin, wenn du diesen Kanal kostenfrei abonnierst. Für mich ist es immer ein Geschenk zu sehen, wie die Zahlen einfach wachsen, wie die Community einfach wächst. Ja, und das wäre für mich einfach ein wunderbarer Energieausgleich, wenn du das Gefühl hast, du gehst hier mit in Resonanz. Mich hat auch eine liebe Seele angeschrieben. Sie meinte, ich habe seit langem mal wieder ein Video von dir aufploppen sehen. Warum sehe ich nicht die anderen Videos? Daneben, neben diesem Abo-Button, ist eine Glocke. Da klickst du drauf und dann kannst du wählen zwischen alle, weiß ich nicht, was es da noch gibt.
Wenn du auf alle klickst, ist ja dann ein Haken dahinter und dann kriegst du auch von YouTube immer eine Message regelmäßig, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Ziel ist es ja sowieso, jeden Tag eine Legung reinzuhauen für euch, um einfach den Status quo zu überprüfen, was so los sein könnte. Macht euch aber bitte immer klar, wir haben alle eine eigene Intuition, wir haben alle einen eigenen freien Willen, um unser Leben in die Hand nehmen zu können. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für so viele Abonnenten, die bis gerade mal Februar jetzt dazugekommen sind. Ich bedanke mich an all die, die mir schon jahrelang treu an meiner Seite sind. Ich danke für eure ganz lieben Kommentare, für eure, wie nennt man das? Super Thanks. Vielen lieben herzlichen Dank. Ich habe euch mega lieb. Ich liebe euch. Ciao.